heute eine tolle Konferenz Bluff City erlebt, die Premiere übrigens. Unseres Wissens auch die erste weltweite Konferenz zum Thema Social Engineering, Manipulation und Co. als Informationssicherheitsrisiken, so das Motto dieser Veranstaltung. Und es hat sich gezeigt, dass die Information Security Gemeinde, die heute hier überwiegend vertreten war, absolut d'accord geht, dass eben auch Themen wie Desinformation, Fake News und wir hatten nicht nur klassische Informationssicherheitsthemen, sondern das Thema Manipulation für Unternehmen. Ich bin insgesamt sehr zufrieden, dass es diese Akzeptanz gab. Die Veranstaltung war für uns alle, glaube ich, sehr, sehr ergebnisreich, sehr erfolgsbringend. Und wir haben es geschafft, den Fokus nicht nur auf technische Herausforderungen, sondern insbesondere auf Herausforderungen in den sozialen Aspekten zu legen. Bluff City 2017 ist für uns als ASS Germany e.V. sehr interessant, weil es im Endeffekt die neuen Felder der Sicherheit abdeckt. Wir uns in der holistischen Sicherheit weiterentwickeln und wir natürlich auch immer unseren Mitgliedern einen aktuellen Mehrwert bieten wollen. Bluff City 2017 heißt für uns, eine sehr interessante Veranstaltung besucht zu haben und auch mit auszurichten. Bei vor allem auch mal die wichtigen Themen wie Social Engineering in Kombination mit dem Risikobewusstsein hier sehr transparent besprochen werden, diskutiert werden und man nicht immer nur diese klassischen Themen hat, einerseits die IT und andererseits die Prozesse, sondern wirklich auch das Bindeglied, die Veränderung mit in den Fokus rückt. Also bei mir ist es so, ich komme eigentlich aus dem Bereich der Produktpirateriebekämpfung. Und du merkst, dass natürlich immer mehr Markt gemacht wird auf den Internetplattformen verschiedenster Art. Du hast es in Social Media überall und du siehst, dass sehr viel manipuliert wird. Und das wird immer mehr werden. Wir müssen auf den verschiedenen Ebenen versuchen, uns auszutauschen, was es da für neue Tricks und Tücken gibt. Hat auch gut geklappt. Wir haben viele Branchen hier vertreten gehabt, sehr viele unterschiedliche Erfahrungen und die konnten gut ausgetauscht werden. Und das ist das, was eine Konferenz bringen soll. Das ist toll und für mich war der Einsatz hier sehr lohnend. Also nach Bluff City ist vor der Takeaway. 15. März 2018 wird es die nächste Takeaway, die Security Awareness Konferenz geben. Das ist die zweite nach der Premiere dieses Jahr in Neuss, die wieder hier in Berlin. Wir werden auch diesmal eine weitere Premiere erleben. Die Premiere heißt Sexy Security und ist im Grunde die Erweiterung der Takeaway um eine Art Positionierungsworkshop für Information Security Professionals. Sexy Security und Takeaway als Paket im nächsten März auch hier in Berlin.